Der Glaube versetzt Berge. Dieser Berge versetzende Glaube muss uns alle erfüllen. Er treibt uns an zu arbeiten, zum Kampfe für Volk und Reich. An der Stelle, an der ich jetzt stehe, zu ihm und zum deutschen Volk spreche. Der Welt und Nachwelt. Das ist die falsche Klugheit, die sich der Gefahr entziehen will, für das Verderblichste halte, was Furcht und Angst einflößen können. Das ist die wildeste Verzweiflung für weise halten würde, wenn es uns durchaus versagt wäre, mit einem männlichen Mute, das heißt mit ruhigem, aber festem Entschlosse und klarem Bewusstsein der Gefahr zu begegnen. Dass ich die warnenden Begebenheiten alter und neuer Zeit, die weisen Lehren ganzer Jahrhunderte, die edlen Beispiele berühmter Völker nicht in dem Taume der Angst unserer Tage vergesse und die Weltgeschichte hingebe für das Blatt einer lügenhaften Zeitung. Dass ich mich reinfühle von jeder Selbstsucht, dass ich jeden Gedanken und jedes Gefühl in mir vor allen meinen Mitbürgern mit offener Stirn bekennen darf, dass ich mich nur zu glücklich fühlen würde, in dem herrlichen Kampf um Freiheit und Würde des Vaterlandes einen glorreichen Untergang zu finden. Verdient dieser Glaube in mir und in den mir Gleichgesinnten Verachtung und Hohn? Die Nachwelt entscheide hierüber. Man stelle sich vor, ein Gespräch in deutscher Landschaft, im Gegenlicht, im Fenster, am Kamin, im Park gehend, Gänge, Feuer, dunkle Gesichter, Zigarettenrauch, Großaufnahmen von Gesichtern, von Angesicht zu Angesicht oder Modellflüchtlingsgespräche, unterbrochen immer wieder oder wie in Karl Kraus' Letzte Tage der Menschheit, der Optimist und der Pessimist, Position dafür, dagegen. Man könnte das alles spielen in 8 bis 10 Szenen. Man könnte, vielleicht nicht. Es ist alles sehr schwierig. Ich lese aus den Recherchen zu diesem Film. Man stelle sich vor, diesen Hitler, das heißt 150 Flakscheinwerfer in Nürnberg, gebündelt nach oben gerichtet in den Himmel, dass sie bei Nacht noch in Frankfurt zu sehen sind und dann alle auf einen Punkt auf die Treppen, wo Hitler seinen Auftritt hatte. Was muss in einem Menschen vorgehen, wenn er so geblendet vor 400.000 andere tritt, dem Dunkeln jubeln und an dem dann die Tausende von roten Fahnen aller Ortsgruppen aus Deutschland auf ihn zukommen. Repräsentationswille und Gesamtkunstwerk deutscher Politik im 20. Jahrhundert? Als die kleine Henriette Hoffmann, später Frau Schirach und Herrin von Wien und ganz Österreich, sowie über die deutsche Jugend, Hitlerjugend genannt, die also gerade 16-jährige Tochter des Hitlerfreundes und Fotografen Hoffmann, ihm nachts noch einmal die Tür ihres Hauses öffnete, im Nachthemd und barfuß, bat er, außer um seine Hundepeitsche, die er nun in die andere offene Hand schlug, sich vor der Türe noch einmal umdrehend: Wollen Sie mich nicht küssen? Zum ersten Mal das Mädchen, das er seit sie 8 war, kannte, mit Sie ansprechend. Worauf sie sagte, wie das Mädchen in dem Alter so tun, schnippisch, zitternd oder ehrlich, wer weiß, nein, wirklich nicht, Herr Hitler. Wie unpraktisch, wird sie sagen.
45 Jahre danach. Und einige Jahre später war es diese Henriette, der einzige Mensch, eine junge Frau nun, die Hitler die Judenmorde vorwarf. Mitten im Kriege, in seinem Haus am Obersalzberg, vor 17 uniformierten Männern, die schwiegen, im Kamin stocherten. Speer und Schirach waren in der Kantine, lieber beim Personal. Worauf er zu ihr kam, sich am Kamin neben sie stellte und sie an den Handgelenken packte und wohl eindringlich anfangs und dann schreiend sprach: Das verstehen Sie nicht, wir sind im Krieg, unsere besten Männer sterben und das germanische Blut versiegt und dann müssen auch unsere Feinde opfern. Und sie sprach: Mit zu lieben, nicht mit zu hassen bin ich da. Erinnerungen an ihre Frühzeit mit ihm, als er sagte, es sei das Schönste im Leben, sich einen Menschen zu ziehen. Aber nun hörte sie ihn schreien, lernen Sie hassen. Hassen wie ich. Von Liebe und Hass zerfressen. Wir müssen eine neue, andere Realität erfinden. Haben wir den Mut, das Leben zu verändern. Es geht um die Qualität einer neuen Realität. Wie sie das immer sagen in solchen Momenten, die Utopisten, Ideologen, Idealisten oder Künstler. Was sagte Thea von Harbou in ihrem Buch, das sie widmete dir und Deutschland? Die Autorin von Fritz Langs Nibelungen aus den 20er Jahren. Es hieß von Grund auf, bis auf das Menschenmaterial, die Welt eines Jahrhunderts zu schaffen, in dem der Uranfang, die Mythe, das Märchen, Erinnerungen an den Beginn des Menschengeschlechtes sich mit der auch uns vertrauten Feierlichkeit früher Dome paaren sollte. Und er, natürlich sind wir Irrealisten, Irrealisten einer stählernen Romantik, Künstler einer neuen Realität des 20. Jahrhunderts, Vergangenheit in der Zukunft verwoben. Und was musste die Witwe des hingerichteten Technikers der UFA Plauen zahlen, der einen Witz über die neuen Realitäten machte? 400 Reichsmark für den Scharfrichter, 100 für den Gehilfen und 25 Pfennig für die Sägespäne. Er sah sich als Moses mit den Gesetzestafeln auf den Rücken, ein Religionsstifter aus Ägypten oder Griechenland, Hitler der Große, das Vorbild des Obersalzberg, wie seine Henriette von ihm weiß, ein Nero, der Europa anzündete für uns, ohne Irrsinn im Kopf, ganz klar und bewusst und logisch. Das geplante Ende aus unserer Tradition und Entwicklung. Es ist die Angst. Die Angst vor dem großen Versuche der Demokratie. Eine Angst, die bestehen wird, solange es Sozialismus gibt und Massengesellschaft und Technik. Die Angst vor dem Teufel des demokratischen Systems. Und Deutschland war gut vorbereitet. Der röterste Staat im westlichen Europa, Bayern in der Hand von Kommunisten, immer Klassenprimus der Weltgeschichte, brav und idealistisch. Massen und Technik und Energie, nicht Klassenhass, sondern Klassenversöhnung. Und nun seine Parole, Arbeiter gleich Künstler, eine Kunst fürs Volk, die jeder versteht, eine Kulturrevolution gegen den elfenbeinernen Turm der Jahrhundertwende, gegen die Leute, die einst die Gartenlaube verteufelten. Er hat ernst gemacht mit dem Kitsch in der Geschichte des deutschen Geschmacks. Die Kunst dem Volke, radikal. Arbeit macht frei oder jedem das Seine oder lasset alle Hoffnung fahren oder Recht oder Unrecht, mein Hitler.
Hitler am Abend des 30. Januar 1933 in der Reichskanzlei zu den letzten Gästen seiner Umgebung im späteren Bunker. Und hier bringt mich keiner lebend mehr raus, womit er Recht behalten sollte wie so oft. Und man erinnere sich an die Szene, wie Hitler weinte, als er sich von seinem alten Freund und Kämpfer, dem Fotografen Hoffmann, abwandte bei seinem Abschied vor dem Benzintod und Verbrennung im Bombentrichter der Russen, Götterdämmerung 1945, im Benzinfeuer seines Chauffeurs und Dieners. Man wird ihn sich vorstellen müssen, als Liebender Deutschlands, und Deutschland war er, wie alle wussten und wollten, oder nicht? Erbe der Habsburger Kaiser und des Heiligen Römischen Reiches und es aushalten müssen, einmal, sich nicht belügend. Und man sehe sein Gesicht, das Gesicht des typischen Verlierers an der Spitze Deutschlands, sich mit ihm identifizierend. Ich bin Deutschland und Deutschland bin ich. Welch Glück, dass wir uns gefunden haben. Vielleicht ist es meiner nicht würdig. Dies Deutschland, wo Demokratie und Republik immer nur Import waren, Import aus England oder Frankreich, gerichtet gegen unser Bestes, gegen Gehorsam und Unterordnung, die Freiheit des Dienens und des Befehlens, Tugenden des Soldatentums, der Technik und der Philosophie, gerichtet gegen unser Bestes, die Begeisterung, gegen die Freude der Stärke. Die Stärke des Glaubens, der Schönheit, im Triumph des Willens gegen unseren Repräsentationswillen, unser Recht und die Lust, unser Ehrenkleid ist die Uniform. Stecken Sie die Deutschen in Uniformen und Sie werden Wunder an Leistung erleben. Sie sind ungeeignet fürs Leben, Essen, Amüsieren. Im Krieg hießen sie die Fritzen. Lieber in Ehren untergehen, als in Schande weiterleben. Für andere leben und für andere sterben, das ist nicht neu und die Basis für unsere Kultur, das Stellvertreterprinzip. Eine alte europäische Tradition, das heißt Abendland. Wer fragt schon in 500 Jahren, ob Fräulein Schulze glücklich war, sagte Himmler. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagten die Griechen. Und wer zahlt, schafft an, das sagen wir heute. Die Freiheit des Konsums und nicht einmal das. Es geht um den Krieg und das Kriegs- und Kulturvolk Deutschland. Aber heiß gelebt und heiß gestorben haben wir doch. Den Stoff für Jahrhunderte, Felix Culpa, glückliche Schuld, gelebt, zu Tode gelebt. Die Schuld ist das Prinzip der Tragödie. Deutschland, das tragische Land des Jahrhunderts, Europas Untergang und Endsieger des letzten Krieges, wenn wir die Konsumdemokratie zu unserer Ehre machen und fortschrittlich durchstehen als Erste der Welt. Ein Krieg, den man uns aufgezwungen, sagt Hitler, um alles Spätere zu vermeiden. Es ist leichter, einen Krieg zu führen, wenn man 50 ist, als mit 60. Kommen musste er. Hören wir noch einmal die heiligen Gesänge des Krieges als Abglanz Europas, den Orgasmus des universellen Lebens, der das Chaos, das Präludium für alle Schöpfungen befruchtet und bewegt. Und der wie Christus, der Erlöser über den Tod selbst triumphiert. Und es war der Krieg, aus dem der Hitler geboren wurde, zum Beispiel Pasewalk. Es war hier, wo der kriegsblinde Hitler zum Politiker sich entschied. Da beschloss ich, Politiker zu werden. 1918, als alles am Ende war, nehmen wir an, er habe sich erinnert an seine Szene bei der Auszeichnung für die besondere Tapferkeit mit dem EK1. Eine Besonderheit für einen Gefreiten damals.
als er vor dem Offizier stand, einem Deutschen, den man heimlich einen Juden nannte, der ihm sagte, er möge dessen immer eingedenk sein, welche besondere Ehre und Ausnahme und Pflicht für das Vaterland er damit auf sich nehme. Als kleiner Mann, der Meldegänger und Kleinbürger für Deutschland. Diese Mahnung von dem Juden Hugo Gutmann, der Regimentsadjutant, der ihn insgeheim einen Spinner nannte und heimlich über ihn lachte, weil er zur Beförderung wegen mangelnder Führungseigenschaften nicht taugte, weil er nur Homer oder Parsifal und Schopenhauer und im Evangelium las, abseits von allen anderen, abseits im Schützengraben des Krieges, den Hitler 30 Jahre Universitätsersatz nannte, die Einsamkeit des Erwählten, seine Heimat und seine Religion. Und so wurde Adolf Hitler, der Beamtensohn eines österreichischen Zöllners, zum Politiker, der schwor, nie wieder Kleinbürger zu sein. Wenn die Kunst des Politikers wirklich als eine Kunst des Möglichen gilt, dann gehört der Programmatiker zu jenen, von denen es heißt, dass sie den Göttern nur gefallen, wenn sie Unmögliches verlangen und wollen. Innerhalb langer Perioden der Menschheit kann es einmal vorkommen, dass sich der Politiker mit dem Programmatiker vermählt. Je inniger aber diese Verschmelzung ist, umso größer sind die Widerstände, die sich dem Wirken des Politikers dann entgegenstemmen. Er arbeitet nicht mehr für die Erfordernisse, die jedem nächstbesten Spießbürger einleuchten, sondern für Ziele, die nur die wenigsten begreifen. Daher ist dann sein Leben zerrissen von Liebe und Hass. Umso seltener ist der Erfolg, blüht er aber dennoch in Jahrhunderten einen, dann kann ihn vielleicht in seinen späteren Tagen schon ein leiser Schimmer des Ruhms umstrahlen. Freilich sind diese Großen nur die Marathonläufer der Geschichte. Der Lorbeerkranz der Gegenwart berührt nur mehr die Schläfe des sterbenden Heldens. Und erinnern wir uns, wie ein Landsberg im Gefängnis wieder sich entschloss zu äußerster Gesetzesstrenge, Legalität und Willen zur Macht durch demokratische Instanzen zu gehen. Radikale, fanatische Anwendung der demokratischen Prinzipien und Möglichkeiten. Der kleine Mann, der schwor, nie mehr Kleinbürger zu sein. Ein Kleinbürger als Künstler sich fühlend, der schwört den Schwur des Spießers gegen alle Spießer und mit dem Bekenntnis zur germanischen Größe aus antiker Tradition und abendländischem Bürgertum in Europa deutsche Träume in seinem Herzen realisiert. Der Soldat aus den Feldern des Ersten Weltkriegs, der seine Führungseigenschaft und sein Künstlertum in Wien geschmäht beweisen musste. Ein fürchterliches Gesetz, das er sich selber gab und das zu erfüllen ihm und allen seinen Mitkämpfern unmöglich sein sollte, weswegen sie aus Schuldgefühlen als Minderrasse streng, grausam die Einhaltung von jedermann unerbittlich fordern mussten. Es war damals ungefähr, als Hitler den Film Les Misérables von Hugo sah, in der Münchner Blütenstraße, wie die inzwischen alt gewordene Henriette bezeugt, draußen unter Kastanien, beim Bier, auf dem aufgespannten Laken mit Klavierbegleitung, den Kampf zwischen dem gesetzestreuen Unmenschen und dem humanen Schicksal von Jean Valjean und der kleinen Cosette, wo es hieß, geben ist besser als nehmen. Auch absolut eine andere Qualität, die ihm, dem Hitler, nie gelang, was er sah. Denn er war ein großer Cineast, ein Mann der Massen, der spürte, was da aufkam im Film. Und er hatte beschlossen, ein Filmheld zu werden. Wenn nicht so, dann wenigstens so, dass er beschloss, nie mehr ein Kleinbürger zu sein, sondern nach den Gesetzen einer Gerechtigkeit zu leben, die nach kleinlichen Empfindungen nicht fragt. Und so wurde Hitler Siegfried und ein großer Freund der Western wie Stalin, wo es hieß, ein Mann gegen alle, gegen eine Welt von Feinden,
das kleine Gute gegen das große Böse, mit dem Genuss der Stärke, was wir alle so gerne sehen. Wer zieht schneller und wer gewinnt, hat recht. Bravo am Ende. Eine kleine Freude im Alltag des Zuschauers, wenigstens das. Fühlen wir nicht wieder in dieser Stunde das Wunder, das uns zusammenführte? Ihr habt einst die Stimme eines Mannes vernommen und sie schlug an eure Herzen. Sie hat euch geweckt und ihr seid dieser Stimme gefolgt. Ihr seid ihr jahrelang nachgegangen, ohne den Träger der Stimme auch nur gesehen zu haben. Ihr habt nur eine Stimme gehört und seid ihr gefolgt. Wenn wir uns hier treffen, dann erfüllt uns alle das Wundersame dieses Zusammenkommens. Nicht jeder von euch sieht mich und nicht jeden von euch sehe ich. Aber ich fühle euch und ihr fühlt mich. Es ist der Glaube an unser Volk, der uns kleine Menschen groß gemacht hat, der uns arme Menschen reich gemacht hat, der uns wartende, mutlose, ängstliche Menschen tapfer und mutig gemacht hat, der uns Irrende sehend machte und der uns zusammenfügte. Und das war zu opfern, die Treue dem alten Märchen: wenn du der Liebe entsagst, wirst du reich. Wenn du Freiheit, Individualität und Brüderlichkeit entsagst, wirst du berühmt. Reich und berühmt, rich and famous. Aber das Happy End heißt Götterdämmerung. Und wenn es keine Götter mehr gibt und keine oben und unten, wohin fallen dann wir im entgöttlichten Spiel? Für Erfolg, Vaterland, Gemeinschaft, Sozialismus, Nation. Vorbild aller Manager insgeheim, wenn sie ehrlich sind. Er hat alles vorher gesagt, allen. Keiner wollte es glauben. Es musste jemand gefunden werden, der schuld ist an den Sünden der Welt. Am Gewinnstreben, für das man sich schämte, an der Kunst, die niemand mehr verstand im Volk, an Arbeitslosigkeit, Demütigungen und Qualen des Alltags. Und es musste jemand gefunden werden, der die Aufgabe der Reinigung übernahm, das Gewissensopfer brachte und im dionysischen Kult alle mitriss, außer sich, albtraumhaft, mit Mord und Blut für die neue Sache. Sie glaubten, Gutes zu tun, indem sie das Böse, wie sie es nannten, umbrachten, stellvertretend in den anderen, im Unterbewusstsein sich selbst, ein Schlachtfeld des Ich. In Thüringen, wo das KZ Buchenwald errichtet wurde, ließen sie in der Mitte die alte Goethe-Eiche stehen, unter der er Gedichte schrieb vor 150 Jahren. Zum Beispiel des Wanderers Nachtlied. Der du vom Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Und 4 Jahre später: über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Als Versailles uns verbot, die alten Munitionslager wegen Explosionsgefahr aus hölzernen Baracken und abseits in den Wäldern mit Gleisanschluss und gut umzäunt und Wachtürmen versehen auf Reichsgelände diese praktischen, vakanten Munitionslager zu benutzen, schwor Hitler, eben jene Männer da hineinzusperren, die diesen Vertrag mit so viel anderen Dingen unterschrieben, falls er je zur Macht kommen sollte. Und er schwor, sie so zu nennen, wie die Engländer in ihrem Burenkrieg KZs, Concentration Camps. Jene Engländer, seine großen Rivalen, nach denen er sich ausrichtete, radikal und gründlich, ohne Schlamperei, vor der er Angst hatte,
weil man sie ihm immer vorwarf, wie seine Unentschlossenheit, die Engländer des Right or Wrong My Country, worauf er sagte, Deutschland bin ich. So wurde er zum Erfüller der abendländischen Prinzipien, mit großer Anstrengung der Prinzipienleistung und Fortschritt, Energie, Macht und Intelligenz ohne Moral, ohne Gott und Kaiser, nur mit einer sehnsüchtigen Masse ohne Zentrum. Was hatte Robert Musil, jener Wiener Landsmann von Hitler und Jude, gesagt? Würde auch nur ein einziges Mal mit einer der Ideen, die unser Leben bewegen, restlos, sodass von der Gegenidee nichts übrig bleibt, ernst gemacht, unsere Kultur wäre wohl nicht mehr unsere Kultur. Als Abraham den Auftrag erhielt, seinen Sohn umzubringen, um Gott einen Dienst zu erweisen, ernst zu machen mit der Religion und dem Gottesgesetz, war es jener göttliche Arm, der ihn im letzten Moment davor hinderte, ernst zu machen. Diese Gnade musste Hitler vermissen in der gottlosen Zeit des abendländischen Untergangs. Und die Geschichte ist weit gekommen, weitergekommen durch ihn. Er hat sie erfüllt. Ost und West stehen sich gegenüber an der Elbe und Israel ist zu einem Groß-Israel geworden. Europa ist, wie er gesagt hat, am Ende nicht wirtschaftlich, aber er sprach nie von der Wirtschaft. Wir wollen das so, am liebsten sprechen wir nicht vom Geld, natürlich. In 10 Jahren vernichteten die Autoabgase so viel Kultur wie früher 400 Jahre. Und dass die Nachkriegsjahre mehr in unseren Städten zerstörten durch Wiederaufbau als die Bomben des letzten Krieges, ist ein bekannter Witz unserer Realität. Endsieg, Endlösung. Und so sah sich Goebbels und seine Leute in jenem Kampf am Ende des Krieges, als er von Kolberg sprach, meine Herren, in 100 Jahren werden Sie einen anderen Farbfilm zeigen. Er beschreibt die fürchterlichen Tage, die wir jetzt durchleben müssen. Wollen Sie nicht in diesem Film eine Rolle spielen, die Sie zurückbringt ins Leben in 100 Jahren? Jeder Mann hat nun die Chance, seinen Part zu wählen, den er spielen will, in jenem Film in 100 Jahren. Ich kann Ihnen versichern, es wird ein großer und schöner, erhebender Film sein. Und für diesen Film ist es wert, festzustehen. Halten Sie aus. Und die Geschichte, eine ganz kleine Geschichte, eine Allerweltsgeschichte von jenem Mann mit dem Schild, auf dem Jude stand, wie er durch die Straßen von Greifswald in Pommern zum Beispiel getrieben wurde, der Stadt Caspar David Friedrichs, von den Greifswalder Hitlerjungen hindurchgetrieben, die ihn in den Arsch traten. Stolz mit aufrechtem Gang ging dieser Deutsche bespuckt durch seine Stadt. Ein junger Offizier wurde nur mit Mühe abgehalten, sich nicht auch hilflos weinend in so viel gesetzlicher Ungerechtigkeit ins Unglück zu bringen. Und im Mai 1945, nach dem Ende des Krieges, rief ein GI den kleinen 3-jährigen Sohn der Henriette von Schirach, den Sohn des ehemaligen Chefs der Hitlerjugend, 3 Jahre alt, zu sich. Der glaubte, er kriege einen Kaugummi und verlangte, dass der kleine Junge ein Sieg Heil oder Heil Hitler mache vor ihm. Und als der kleine Junge nicht wissend wie und was weinend folgte, wie ihm vorgemacht wurde, löschte der GI seine brennende Zigarette in seinem Arm. Und wie sagte Hitler vor dem Ende des Krieges, und wenn wir ihn verlieren, werden die Opfer nicht umsonst sein. Der Same wird aufgehen, irgendwann und irgendwo. Ich bin unsterblich, solange es diese Welt gibt und Sozialismus und Kapitalismus und Menschenmassen. Und am Ende des Films von Jud Süß verbat Goebbels den Fluch des Juden über seine Stadt, als er in einen Käfig gesperrt und aufgehängt wurde. Es ist dieser Fluch. Ihr Wüteriche, Baals, Diener und Sodoms Richter, verdorren sollen eure Glieder, Verwesung sollt ihr tragen am lebendigen Körper.
veraltern sollen eure Kinder und Kindeskinder. Jeder Tag soll euch Jammer bringen und der Schmerz euch den Schlaf aus den Augen scheuchen. Böse Nachbarn sollen euch den Frieden stören, eure Erstgeburten euch Schande machen, eure Andenken verflucht sein und eure Stadt vom Feuer des Himmels zerstört werden. Eurem Hunger soll kein Brot, eurem Durst kein Dank werden, eure Rechte sollen kein Ohr finden und eurem Gott soll lästern eure eigene Zunge. Und auf der Straße der alte Mann mit einem kleinen Leiterwagen mit Koffern und letzter Habe ziehend durch die Straßen, immer im Laufen voller Angst, ewig seinen Track auf der Flucht durchlebend, freundlich, verhetzt, mit weitem Blick, ruhelos, schon gar nicht mehr wissend, dass er ohne Heimat ist, auf immer, nie ankommend. Hitler ist an allem schuld. Nur Hitler? Die Fragen eines lesenden Arbeiters. Wie aber alles das darstellen, ohne Verengung, Ungerechtigkeit, wo anfangen? Die Ideen und ihre Folgen, im Kleinen und im Großen, die Trauer und den Spaß, der immer dabei war. Immer. Und man stelle sich vor, die alte Henriette heute, wie sie reden könnte. Es war noch die große Zeit unserer Jugend, unserer großen Entscheidungen zwischen Tod der Mutter, wo er mein kleines Händchen hielt und mir verbot zu weinen. Man darf die Menschen nicht in sein Herz schauen lassen. Und in jener Zeit, mit demselben weinenden, nun alten Mann am Ende seines Krieges, der am Kamin stand, abgewandt, die Todesmeldungen seiner blonden Männer mit Taschentuch vor dem Mund entgegennahm und weinte wie Friedrich II. Nach den Schlachten im Siebenjährigen Krieg, als seine großen Männer fielen, wie Menzel ihn zeigte. Dazwischen aber war die schöne goldene Zeit unserer Picknicks mit ihm in München 1923 und später, als wir noch lachten und sangen im offenen Mercedes, träumten mit ihm von Raketen zum Mond, Haus der Kunst, Labyrinthen des Minotaurus und Autos für alle auf Autobahnen, Schmetterlinge auf den nackten Körpern unserer jungen Zeit. Das war, als Gehli noch lebte und Ernst Röhm noch lachte und Brückner immer den Ellbogen aus dem Fenster hielt, bis er ihn beim Unfall zerschmetterte. An dem Fenster des großen Mercedes, den Maurice noch fuhr, der Gründer der SA und als Jude später verdammt, exkommuniziert. Sein ältester, intimster Freund und Lebensretter, ein Jude aus Deutschland. Mit Putzi, der Wagner pfiff und aus Zeitungen las, im Koffer Zeitungen aus dem Ausland mit Berichten über die letzten Reden im Zirkus Krone, wo er sagte, der Jude ist immer in uns und wenn es ihn nicht gäbe, müsste er erfunden werden. Reines Mittelalter, das Hexen- und Teufelsglauben, Abendland. Es war damals, als er plötzlich anhalten ließ auf der Fahrt nach Berchtesgaden zum noch bäuerlichen Haus Wachenfeld und einen Jungen sah unter einem Baum, der las, wie auf den Bildern, die wir kannten und kennen. Genau wie in meiner Jugend, schrie er, als ich da saß im Schatten und meinen Kameraden vorlas aus dem Burenkrieg, wie sie kämpften gegen die Engländer, die Om Krügers gegen Lord Kitchener mit Concentration Camps und großer Härte. Ja, und hinter mir stand der Bienenstock meines strengen Vaters in Gestalt des siegreichen Napoleon, den Meister des Eises vor Moskau. Napoleon hinter mir, aus dessen Bauch sie ein- und ausflogen, die Bienen, ein fleißiges Volk. Staatsliebend, sauber und ordentlich, fähig, Waben zu organisieren, gutartig um ihre Königin, die für ihre Zukunft sorgt. Immer im Kampf gegen die feindliche Wespe, die aggressiv und dumm, aber gerissen, unfähig ist, eigene Häuser zu bauen. Schmarotzer, die auszumerzen sind, wie mein Vater sagte, wo man sie findet und ausgerottet wird. Das war meine Aufgabe von Kindheit an und Pflicht gegen die Schädlinge. Der Vater war streng mit seiner Pfeife und der Peitsche und den vielen Bienen um sich herum. So können wir lernen aus der Natur, immer alles.
Und es war der noch junge Hess, dem eine Wespe Leib tat und der sie aus der Wespenfalle auf der Veranda des Hauses Wachenfeld dann rettete, bis sie ihn stach in die Zunge. Gefährlich, mit Arzteingriffen und Krankenhaus und Luftröhrenschnitt im Berchtesgaden. Und es war damals, als Hitler dann sagte, siehst du, mein Kind, er ist zu gutmütig. Das hat man davon. Ich erinnere mich an Bruckner, seinem Landsmann aus Oberösterreich, und die romantische Symphonie, die Linzer, wie er sie hörte. Bruckner, nicht Wagner, immer vor den Reden zur Einstimmung. Wie sagt der Meister Stolzing in Nürnberg, und wenn ihre der Meister seiner Leutners auf die Frage, wie fange ich's an, macht ihr ein Gesetz und halt. So dachte auch er, und hielt sich dran, streng und gesetzlos. Und wusste nicht, dass dieses Gesetz schon ihm gemacht und ihm aufgebrannt war, bevor er anfing, das innere Gesetz seiner Zeit in seiner kleinen Umgebung, die plötzlich so riesengroß wurde, wie ein Krebsgeschwür der Geschichte unserer Tradition. Hitler als letzter Vollender europäischer Geschichte in Tradition, Ideen, Kunst, Machtpolitik, Energien und Leistungsaufwand gescheitert. Warum gescheitert? Warum nicht Schmelztiegel, willenloses Opfer, Medium eines Weltgeistes? Du glaubst, du schiebst und wirst geschoben. Der Spiegel unserer Gier und Träume nach der Macht der Gemeinschaft. Es war keine andere Wahl. Die Entwicklung der Geschichte und die vielen Anläufe der demokratischen Wahlen in Deutschland zum Beispiel beweisen es. Alle führen wieder zu ihm. Er war die einzige Lösung. Kein Zufall oder Irrtum oder Fehlgriff. Ganz logisch bis zum Letzten. Er und wir. Die Göttin der Geschichte, der Vorsehung hatte gesprochen. Er hatte Recht, auf fürchterliche Weise Recht. Er war Deutschland und Deutschland war er im Europa des 20. Jahrhunderts. Alles in den Traditionen von Friedrich II., Napoleon und Lenin und Stalin und Wallenstein, der Stauffen und Artus und des großen Karl, der Romantiker und der Klassik Kants und dem 19. Jahrhundert Wiens und der Griechen und Germanen und des ganzen Mittelalters. Der Exekutor aus grandioser Wiener Szene und oberösterreichischer Provinz kommend, der katholische Messknabe Adolf mit den Mozart-Messen im Ohr, herangewachsen zum kleinbürgerlichen Exekutor der preußischen Tugenden im Chaos des Veitstanzes des 20. Jahrhunderts. Die europäische Atombombe war explodiert und sie zündete auf dem Gebiet der Kultur, jene Mischung aus technischer Rationalität der aufgeklärten Fortschrittsgläubigen mit dem konservativen Stilwillen der abendländischen Reaktion und der Repräsentationsgier im Opferwillen der proletarischen Massen. Und das im Herzen Europas. Österreich und Preußen noch einmal vereint in einem deutschen Reich, zum letzten Mal mit dem Weltanspruch eines kleinbürgerlichen Genies. Oder der letzte verzweifelte Versuch der geistig unterbemittelten, hungrigen Emporkömmlinge des Kulturproletariats nach eigenem Stil, Gleichberechtigung mit dem Drang eingelassen zu werden und die für sie unverständlichen, beleidigenden Tempel und Puffs und Kaufhäuser der Kulturellen und Kapitalisten und Schickeria, die jene verachteten, die sich anbiederten, die feierten oder gröhlten vor Lachen über die Habenichtse der Vorstadt und der kleinbürgerlichen Massen, bis sie erschlagen wurden, ohne Erbarmen und vergast, sich das letzte Recht der Erfüllung ertrotzend im eigenen Stil des schwarzen Todes, im selbst auferlegten Paradies ihrer Hölle. Wie heißt es in Muspili, der Handschrift aus dem 9. Jahrhundert?
vom Endkampf zwischen himmlischen Herrschern und Teufelsgefolge. Man stelle sich vor, Elias und Satan, das auf die Erde tropfende Blut des Satans entfacht Weltbrand und Ende. So imprinant die Perga, Pum ni kistendit, Enhic in Erdu, Aha entrucknend, Manno valit, Prinit mitilarga. Die Erde, Berge brennen, die Bäume verschwinden von der Erde, die Flüsse vertrocknen, der Mond fällt und schließlich brennt der ganze Erdkreis. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ostkurs. Ein kleiner Bomberpulk im Raume von Rheinen. Wir bleiben im Raume von Rheinen. Wir sprechen zu euch als Deutsche, die ihr Volk von ganzem Herzen lieben. Soldaten, unser Volk braucht nicht euren sinnlosen Tod. Es braucht euer Leben für die Arbeit im künftigen Deutschland. Hier spricht der Sender Werwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Wir sind die Stimme der deutschen Freiheitskämpfer. Wir senden jeden Abend ab 19 Uhr wichtige Nachrichten vom deutschen Freiheitskampf auf der Welle 1339 Meter bei einer 24 Kilohertz. Wir brachten Meldungen vom Kampf unserer Werwölfe. Neue Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung. Design Musik. Feindliche Bomberverbände mit wechselnden Kursen zwischen Nürnberg und Bremen. We interrupt this program to bring you a special news bulletin from CBS World News. A press association has just announced that President Roosevelt is dead. The president died of a cerebral hemorrhage. All we know so far is that the president died at Warm Springs in Georgia. After long journeys, toils, and victories across the lands and oceans, across so many deadly battlefields, the armies of the great Allies have traversed Germany and have joined hands together. Einmal noch, so würde am Ende seiner Tage und müsste hier ein Adolf Hitler sprechen, letzte Chancen nützend. Ich glaube und bekenne wenigstens einmal ernsthaft, um was es wirklich ging. Mein Kampf, das Programm, unser Endziel. Abendländische Traditionen, Christentum und Antike modernisiert. Alttestamentarisch, radikal. Eine feudale Massengesellschaft mit selbstgewählten und geduldeten Monarchen. Mit allen Konsequenzen, dass er zittert, sehend, hörend, was das heißt. Das 20. Jahrhundert realisiert Hitler, ein Film aus Deutschland. Das römische Imperium als einziges abendländisches Weltherrschaftssystem zum Vorbild lernten wir vom englischen Kolonialreich der letzten Jahrhunderte, wie eine entschlossene Minorität von 52 Millionen durch rücksichtslose Diktatur einer Minderheit über ein Fünftel der Welt zu herrschen imstande ist. Durch Nationalgefühl und Genialität. Und wir lernten von der Praxis des jüdischen Volkes, wie man durch religiöse Rassenreinheit und durch das Sendebewusstsein eines auserwählten Volkes Weltmacht zu erringen imstande ist. 2000 Jahre an Jerusalem gedacht, bei jedem Gebet, an jedem Tag, bis sie gesiegt haben. Alle Achtung. Wir sind zwar klein, aber einst stand auch ein Mann auf in Galiläa und heute beherrscht seine Lehre die ganze Welt. Denn so lehrt uns das jüdische Volk, dass von nun an nichts mehr mit Moses, dem ägyptischen Königssohn, und Jesus,
den ich mir nur blond und blauäugig vorstellen kann, zu tun haben wird. Stärke liegt nicht in der Mehrheit, wie Lenin sagte. Und lernen wir auch da, sondern in der Reinheit des Willens Opfer zu bringen. Und das heißt, die Auslöschung, und das sage ich jetzt konsequent und logisch erbarmungslos, in der Ausrottung des Gottesvolkes durch die natürliche Überlegenheit der konzentrierten, der auserwählten Rasseelite der Arier. Was wir wollen? Ein Sklaven-, Kolonial- und Satellitensystem wie Rom, England früher oder Moskau heute. Oder das Wirtschafts- und Marktgefüge der USA auf unsere Weise. Es ging nicht um Deutschland und nicht um Europa und nicht um ein paar Generationen. Der ganze Nationalsozialismus wäre nichts wert, wenn er nicht die Herrschaft der hochwertigen Rasse über die ganze Welt und über mindestens 1 bis 2000 Jahre umschlösse. So dass der Wanderpokal der Weltmacht nun endlich zur Ruhe käme in einer großartigen Organisation der Welt aus dem Zentrum Europas durch den neuen Menschen gegen die Plutokratien des Westens und den Weltmachtanspruch des Ostens. Die Demokratien sind nur die Vorfelder des bolschewistischen Weltimperialismus, jüdischen Weltmachtstrebens von Leuten, die es mit Geld nicht geschafft haben. Das kommunistische Gleichheitsstreben der zu kurz gekommenen. Was heißt das alles für uns? Nach den Erfahrungen der Weltgeschichte aber sind Erfolge umso ungeheurer, je größer das Endziel. Ich bin in diesen letzten Jahren den steilsten und den schwindelhaftesten Weg gegangen, den ein Mensch jemals gehen musste. Ich glaube auch, dass es schon etwas Einmaliges in der Weltgeschichte ist, wenn ein Mann in meiner Lage, mit meinen Voraussetzungen, und 20 Jahre später zu dem Resultat kommt. Alle meine Eroberungen dienten nur diesem einen Endziel der Erringung der arischen Weltherrschaft mit seinem Zentrum Germania an der Stelle des heutigen Berlin. Der Luxus eines agrarwirtschaftlich organisierten Kulturvolkes herrschend über die Industriegesellschaften der Abhängigen und Minderrassen. Atlantis gleich mit einer Herrscherarchitektur des Sieges und dem Rauschen wagnerischer Musik in unserem Blut. Eine Großmacht der Weltherrschaft durch Blitzkriege mit einer globalen Siegesfeier 1950 oder durch einen globalen Untergang Europas. Und wenn ich jedes Teufels war, wie die Anhänger des altchristlichen Glaubens das nennen, so kann ich nur die ganze Welt gewollt haben. Denn der Antichrist, der ich bin, begnügt sich nicht mit Almosen. Heute sind wir glücklich, dass wir alles hinter uns haben. Und wir wissen nicht, wie wir jemals den Befreiern, unseren Befreiern danken sollen. Wir wissen nur, wenn wir rauskommen, dass wir das alles, was wir hier erlebt haben, in die Welt hinausschreien müssen. Denn anders kann man nicht leben. Die Menschen, die das jetzt hören, werden vielleicht glauben, wir sind nicht mehr ganz normal. Aber wenn man anfängt zu erzählen, dann ist es so grausam. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es gibt so schreckliche Sachen, die man erlebt hat, dass man keine Worte findet, sie zu schildern. Und jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote, leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat. Und man musste zusehen, man war so verzweifelt, man ballte die Hände in der Tasche und konnte nichts dazu tun, weil man geknechtet und gefoltert war und nur, weil man als Jude nach Auschwitz gekommen ist, weil man das furchtbare Unglück hatte, als Jude geboren zu werden. Kein Verbrechen hat man weiter begangen, sondern nur als Jude ist man eben auf die Welt gekommen und als Jude ist man dort in den Kamin gegangen. Dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Now we're breaking into our programs with some splendid news from Moscow. Berlin has fallen.
Marshal Stalin has just announced the complete capture of Germany. Ober Salzberg, heute Erinnerungen, Reliquien Hitlers, Peitsche, dann der zerfetzte Anzug vom Attentat, Winterhilfsabzeichen, Lederhöschen, Eva Brauns, ausgestopfte Hitlerhunde, Blondie, Wolf, Bella, Muck, Stasi, Negus, Katuschka, Burli. Das waren die Hunde. Sekretäre, Diener, Chauffeure, Militärs. Dann noch die letzten Dinge aus Hitlers Bunkerzimmer. Friedrich der Große, gemalt von Anton Graf. Dann das Bild der Mutter, die Endlösungspistole und Musbilli, das er las, als er Mein Kampf schrieb, an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, zur Eröffnung unseres Hitlerlands in Bayern. Und zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags. Nachdem alles fertig ist, das ist der Stand vorm Ausbau. 3000 Besucher pro Tag, der Linderhof oder Neuschwanstein. Die Grenze unserer Kapazität, 5 Busse rauf, 5 runter im Konvoi. Auf der einbahnigen Straße zum Lift des Teehauses. Pfui Amerikaner, Franzosen, Skandinavier, auch aus dem Ostblock und der DDR, wenn sie rauskommen insgeheim. Und unsere Leute, Arbeiter aus den Betrieben in ganzen Bussen. Ja. Betriebsausflüge, auch Prominenz. Romy Schneider jüngst. Mhm. Und Schwarze aus den Entwicklungsländern mit weißem Madel. Und Schäferhund elegant an der kurzen Kette. Das heißt, statistisch, fremdenverkehrstechnisch, ein öffentliches Bedürfnis ist festzustellen. Kapazitäten waren noch ausbaufähig. Der Beutel von damals zeigt, dass zwischen den zerstörten Städten der Historien ihre Wege zirren. Zwischen denen mit grün überwucherten Wohnungen der Bohrmann, Göring und Hitler, wir Ameisen, die er mir ihr Nest zerschlagen hat und Königin weggenommen hat. Und seltsam, da, wo Teiser waren, wächst das neue Grün üppiger. Tröstlich zu erkennen, wie unsere Spuren und die der historischen Taten ihren Geist in die Landschaft markieren. Wie unsere Spuren nicht in Äonen untergängen oder durch Regierungsdekrete zur Sprengung verwischt werden können. Der Geist lebt fort, was viele nicht vergessen können und was viele wiedersehen wollen. Auch das Böse, auch ein Trost, ein letzter, wenigstens das. Broadcasting Company delays the start of all its programs to bring you a special bulletin. It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies. Grüß Gott, guten Abend! Keine Angst! Es geht hier nicht um Politik. Probleme wollen wir nicht. Es geht um Freizeitindustrie. Unterhaltung, Showgewerbe, Film und Tourismus. Natürlich im Rahmen der Gesetze, nicht der Moral. Geschäfte machen, Spaß muss sein. Und der ist am besten, wenn er sich gut verkaufen lässt. Das Geschäft ist die Freiheit des Demokraten. Und Demokratie ist nur möglich bei Wirtschaftswachstum. So gesehen ist Hitler ganz klar das internationale Spitzenprodukt mit echter Kassenqualität. Konzessionen sind klar. Die Gefühle, das Publikum. Aber das Publikum hat immer recht. An der Kasse entscheidet sich die Qualität. Ganz demokratisch. Porno, Hetero, Homo, Blut, Horror. Echt menschlich in der Katastrophe
die handfeste Geschichte mit aussagekräftigen Chancen. Big Business, groß, weltweit, sozialistisch, gesellschaftspolitisch, nichts Esoterisches. Kultur ist ausgemetzt. Hier herrscht echter Volksgeschmack. Einzig das Telefon, Telefon, da müssen wir schon, das kannst nur du sein, nur du. Leise klingt das Telefon, und dann wissen wir schon, das kannst nur du sein. Bitte, hier, Kapellmeister Wolf, halt! Haben Sie nicht, wir brauchen mich, ja, wir haben eine Dame, eine, die mir gefällt, mit dem großen Alten, ja, wir haben eine da, sie muss lieb sein, ja, nicht zu dick sein, nein, ohne Laster, nein, mit viel Zaster, ja, Bonjour. He's unsmiling, with that determined look on his face that we all know so well. Now listen to his ovation. Wir dürfen natürlich einen Hitler nicht verherrlichen. Aber Geschäfte sind zulässig damit. Wir schaffen Arbeitsplätze und Erholung in unserer Freizeit. Wichtige Marksteine des demokratischen Willens, den wir gut gelernt haben. Oder? Und darf ich jetzt bitten, Herr Direktor? Ja. Das ist die Pistole, mit der sich Hitler bei dem Bild Friedrich des Großen erschossen hat. Keine Angst. Keine Angst. This is your victory. Victory of the cause of freedom in every day. In all our long history, we have never seen a greater day than this. Natürlich wird auch der Opfer gedacht. Ich habe mir da vorgestellt, eine kleine Minischau, ein kleines Mini-Dachau mit Bogerschaukel. Keine Macht ohne Resistenz und kein Schloss ohne Folterkammer. Siehe den Tower in London. Hier geht es um die Macht und die Folter, die schreckliche des 20. Jahrhunderts, ganz modern und fortschrittlich. Technisch und von der obersten Landesbaubehörde abgenommen, wir sind offen für alle Fragen, streng parteilos. Mit arabischem Geld und israelischem Management. Sehr ausgewogen. Und Bodenspekulation mit Wiedergutmachungsgeld. Auf unserem alten Grund in Deutschland absolut demokratisch. Die geheimen Bunker und Glashäuser, wo Bormanns biologisch dynamische Kost wuchs. Vegetarische Kost heutzutage. Wo Hermann Göring der Dicke immer Bogen schoss und lachte und Eva abends weinte, wenn sie allein bleiben musste, nicht einmal grüne Witwe, fanatisch fotografierend für ihr Album im Testament. Die Volksaktie fürs deutsche Disneyland auf dem Heiligen Berg bei Berchtesgaden. Ein Vergnügungspark mit Spezialfilmvorführungen. Hitler im Uferland. Dienstmädchengeschichte. Mit allen Abteilungen. Vom Märchen bis Zukunftsland und Karussell des Fortschritts bis Fantasy, Adventure und Fraudulent. Wo immer gekämpft wird für die neuen Menschen. Man sage nur nicht, wir hätten nicht unsere Geschichte.
Teil des Streits. Man erwartet das jetzt von uns. Das Interesse ist da. The greatest show of the country. Dann würde ich fortfahren mit originalen Figuren und Daten, exakt nach der Geschichte. Die Hochzeit im Teehaus von Evers Schwester mit SS Fegelein, dem Verräter und SS-Schlechter in Polen, am 20. April. Dann das Gedenken für die Opfer und am Todestag eine schöne Wolfsfeier für den einsamen Wolf im Dschungel des Bunkers 45. Und immer in der Nachsaison, im November, eine Meditation wie 1923 mit Sternenschau und Einführung in die Welteislehre in der Volkshochschule. From the newsroom in New York, here's a late news summary. Germany's unconditional surrender becomes effective at 6:01 p.m. Eastern Wartime. The surrender was ratified in Berlin today, and it was signed by the chief of the German High Command, Field Marshal Wilhelm Keitel, and three Allied representatives. You've heard a special program bringing you coverage of VE Day, and this is the National Broadcasting Company. So war ich Mitglied der deutschen Wehrmacht, war damals Musketier unter Millionen anderen. Und das hat meinen Glauben mir gegeben. Und mein ganzer Kampf in der Bewegung um die Seele des deutschen Volkes und die Seele der breiten Masse, der Millionen Arbeiter und Bauern, dieser Kampf hat mich erst recht stark gemacht, denn er ließ mich das Kosmos nicht kennenlernen, das es gibt. Die unverdorbene Kraft der breiten Masse, der Millionen Volksgenossen. Aus dem ist ja endlich auch der nationalsozialistische Staatsgedanke entstanden. Aus dem entstand unsere Volksgemeinschaft. Unsere nationalsozialistische Partei, unser deutsches Reich, Sieg heil! Ja, und nun der Club. Unsere traurigste Show. Big Business, das große Geschäft mit den vielen Arbeitsplätzen, für jeden etwas, eine Rolle garantiert. Die Siegesfeier in Berlin, von Hitler entworfen für 1950, schon ganz zu Anfang seines Kampfes und von Speer realisiert bis ins Detail. In unserer Version, ohne Leni Riefenstahl und ohne Wochenschau, die unbezahlbaren, die wir uns nicht leisten können. The greatest show of the century, unser Disneyland, der Endsieg der Hölle, mit dem Hitler in uns. Alles noch einmal spielen müssen, die Rollen aus dem inneren Zwang zur Reinigung, immer wieder die Lehre des alten Mythos. Und bekenne, ich hatte einen Traum. Das Kunstwerk von Staat und Politik und Volk und jeder ein Teil davon, jeder an seinem Platz, der Versuch, die Massen mit der ihr innewohnenden Kraft zum Siege zu führen. In schöner Rasse, allen anderen ein Vorbild, nach altem Muster, 2000 Jahre alt und jedem Gymnasiasten von früh auf bekannt. Wie Darwins des Engländers Gesetze vom Kampf ums Dasein und Wagners Mythos von Rienzi bis Parsival. Das Gesamtkunstwerk Deutschland, das Modell. Ich verkünde den Tod des Lichtes, den Tod allen Lebens und der Natur. Das Ende.
20 Uhr und 3 Minuten. Reichsender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, dem 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung und den Westteil der Frische Nehrung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanteriedivision besonders auszeichnete. Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Salken, wurden als Anerkennung für die vorbildliche Haltung seiner Soldaten die Brillanten zum Eisenmord mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Als vorgeschobenes Bollwerk fesselten unsere Armeen im Kurland unter dem bewährten Oberbefehl des Generaloberst Schimpert monatelang überlegene sowjetische Schützen- und Panzerverbände und erwarben sich um 6 großen Schlachten unvergänglichen Ruhm. Sie haben jede vorzeitige Übergabe abgelehnt. Fern der Heimat haben die Verteidiger der Atlantikküste, unsere Truppen in Norwegen und die Besatzungen der Ägäischen Inseln in Gehorsam und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten bewahrt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Ich verspreche die Welt jedem, der mich wählt. Er muss es nur unnachsichtig wollen. Ich weine Deutschland keine Träne nach. Hier wird mein Geist nicht wiederkommen, gedemütigt durch sich selbst. Wer wird der Nächste sein? Der Sieger. Es ist eine naturgegebene Notwendigkeit, dass in der Auslese nur die Stärkeren übrig bleiben. Sprechen wir nicht von Moral. Ich brachte dieses Land unverlierbar an die Spitze dieses Jahrhunderts, ans Zentrum der Welt, wie auch immer. Wer will der Nächste sein? Er wird klein anfangen müssen, kämpfen, lernen, gegen sich und alle, gegen alles, was ihm wert war bisher, dulden, eisern, stählern, Opfer bringen, für die Gemeinschaft oder Gesellschaft oder Partei. Denn du bist nichts und die Partei hat immer recht. Ihr müsst es riskieren. Ein schmaler Grat zwischen Gut und Böse, Gott und Teufel, nur zu. Oder alles ist aus, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer ist der Nächste? Er wird kommen, immer, in anderer Gestalt. Er ist schon in uns, wenn wir es nur wollen. Nicht unser Bruder, nicht in uns, wir selbst. Du und ich. Und sehen wir sie vorbeiziehen, in großen Aufmärschen der Untermenschen, die Slawen und Juden, die Kommunisten und Kapitalisten, den ewigen Juden und Juzüs und die Zigeuner und die Irren in Fesseln und Ketten. Und das Herrschervolk auf den Tribünen. Und die siegreichen Krüppel in Rollstühlen mit einem Arm, die Armstummel erhoben zum Hitlergruß, das eiserne Kreuz um den Hals. Und die Knappertsbusch, Lehar und Strauß, die Hauptmann und Ben und C.G. Jung, Knut Hamsun und Ezra Pound, D'Annunzio
und Celine und Heidegger und Jünger und Arnold Brunnen. Und all die anderen wie am Anfang auf ewig nach dem Sieg. Und die Nazi-Familien, die Mütter und Kinder, alle, die heute sitzen in den Pornoredaktionen oder Anwaltskanzleien und Geschäften und Abteien der Kirchen, die Himmlerkinder und die Eichmanns, Schirachs und Hess, Görings und Heydrichs, die von Wirz und Frank und Bormanns und Kaltenbrunner. Und dann die Juden um Hitler, die Gretel Slezak und Maurice, sein Fahrer und Geliebter der Eva, und das kleine Mädchen, das er so liebte am Obersalzberg, und das sie ihm dann wegnahmen, aus allen Fotos gestrichen, und die Leib- und Diätköchin dort, und Haushofers Frau. Und alle aus Südtirol Deportierten von Mussolini ins Deutsche Reich, ein ganzes Volk mit Hitlers Billigung. Und Röhm, der alte Freund, den er umbringen ließ, persönlich, den schwulen SA-Chef des Dritten Reiches. Und man muss sich vorstellen, die Ehrentribüne der Sieger mit ihren Todesmalen. Hitler und Eva mit dem Blutfleck am Kopf. Josef Goebbels und Himmler und Göring blass noch vom Gift. Bormann zerfetzt und Röhm mit den Einschüssen der Meuchelmörder auf der Brust, dann Freisler verschüttet von den Bomben. Man muss sie sehen, wie sie dastehen und zuschauen müssen als Bluthunde an der Kette, zwanghaft ewig in der Stille ihres Sieges. Flankiert von Hitlermutter Clara und Hitlervater Alois, seiner Schwester, seinem Bruder und Cousine Geli Raubal, der heimlich wirklich Geliebten. Und alle die Frauen drumherum, die Winifried und Leni und die Hanna und die Unity und die Bruckmann und Bechstein aus München von 1923. Die alten Kuchenweiber und die Hyänen, die Irma Gräse und Ilse Koch aus Buchenwald oder Auschwitz. Und Magda Goebbels und alle die Mütter von Lebensborn und die Mutterkreuzträger. Wie sie nun zuschauen müssen, dem Zug der Emigranten, zum Beispiel Brecht und den Feuchtwangers und Fritz Lang und Massary, Kortner und Bruno Waldner und Thomas Mann und Einstein. Otto Ludwig. Alle ausgeliefert von Amerika und Moskau nach der Erfindung der Atombombe. Einmal angenommen durch Hitlers Wissenschaftler, doch noch zuletzt und zur erfolgreichen Beendigung des Krieges mit Arrangements nach allen Seiten. Und die Spandauer Toten und die vom 20. Juli und die Bücher, die verbrannten und die KZ-Opfer und die Opfer der Blutschande, die zertreten und die der Euthanasie und die Kommissare der GPU und die der Einsatzkommandos, wie sie vorbeiziehen, endlos und aschfahl. Anne Frank und die Enkelin von Dreyfus und die vier in Auschwitz getöteten Schwestern Sigmund Freuds und die Schwester von Kafka. Tränen in den Augen vor Scham übrig geblieben nach der Sintflut des letzten Krieges im Reich der Toten, beim Sieg. In 100 Jahren danach, oder wie viel? Und man muss sie sehen da oben, die Militärs, die Keitel und Jodl, Dönitz, die Reeder, Canaris und Kesselring, Guderian und Paulus. Auch die Künstler, die Furtwängler und Speer und Gründgens und Kraus und Marian und Jannings und Söderbaum und Zara und Wessely und Rühmann und Trenker. Die Filmregisseure Steinhof und Ritter und Erich Engel und Harlan und Lenin Riefenstahl. Dann die SS, Dietrichs und Steiner. Und die Rommel und Udet und Rudel und Prien aus U-Boot, Messerschmidt und Panzer. Auch die Linken, die mitmachten, die Bronnen und Freisler und Strassner nicht zu vergessen. Alle die Leute dieser 12 Jahre Menschheitsgeschichte. Erstes Kapitel Demokratie in Deutschland des 20. Jahrhunderts. Abteilung Fortschritt der Massen. Und weiter gehen die Wissenschaftler im Trauermarsch, Messerschmidt, Heinke, Heisenberg und Wernher von Braun, VW Porsche und die Industriellen Flick, Krupp, Thyssen, Siemens, Röckling und Quandt. Und dann der berühmte Herr Korl, Hausmeister und Mann aus dem Volke in Wien und anderswo. Ihm geht's gut, jetzt wie immer. Und dann sehe man Eva tanzen und singend nach Hollywood-Vorbild Scarlett O'Hara vom Winde verweht. Mit der goldenen Sekretärinnenkrone auf dem Kopf des auserwählten Mädchens aus dem Volk. The Charter of the United Nations, which you are now signing,
is a solid structure upon which we can build for a better world. History will honor you for it. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed for a detonation equal to 20,000 tons of high explosives. That's 2,000 times the power of one of the RAF's 10-ton bombs of orthodox design. President Truman gave the news this afternoon in a statement from the White House. This atomic bomb, the president added, is a harnessing of the basic powers of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. Angenommen, wir ständen vor Hitler wie vor Christus im jüngsten Gericht mit seiner Frage, was habt ihr aus der Welt gemacht und eurem Leben nach mir ohne mich? Das letzte Gericht mit dem Teufel als obersten Richter? Die fröhliche Apokalypse endlich und schwärzeste aller Messen? Sein großes Lob auf den Fortschritt der Welt? Die wahre Siegesfeier am Ende der Welt? Die Geschichte vom Tode des Lichts, vom Heiligen Gral zum Untergang des Abendlandes? Wie sagte Thomas Mann am Jahreswechsel 37-38? Gott helfe unserem verdüsterten und missbrauchten Lande und lehre es, seinen Frieden zu machen mit sich und seiner Welt. Was würde er sagen heute? Oder unsere Kinder morgen? Sehend, was wir mit unserer Freiheit gemacht haben und aus uns? Seelenlose Zwergmenschen im toten Plastikschoß seines leeren Puppengesichtes, als Spiegel unserer Städte und Sprache. Und sie schufen sich Götter nach ihrem Bilde. Endspiel unserer heutigen Existenz. Eine neue Family of Man im unmenschlichen Fertiggesicht unserer verspielten Freiheit. Freiheit ohne menschliches Antlitz. Hitler, hier ist dein Sieg. So viel Lob über den Fortschritt der Welt in der Nachahmung seines Erbes. Lass nicht reden vom verlorenen Leben. Imperialismus Moskaus, der bis zur Elbe reicht mit den befestigten Mauern und Wolfshundgrenzen deiner KZs. Und wer hat gesagt, dass der ewige Jude durch Jahrhunderte über die Welt ziehend, durch Unruhe zur gedrängt, durch Provokationen aufgestachelt, ein Spießbürger werden wollte, einer wie alle anderen. In Israel lebt kein Karl Kraus, kein Musil, kein Kafka, kein Schnitzler, kein Altenberg, kein Friedel, kein Polger. Die brauchen dort Moshe Dayan sich. Ich verstehe das schon.
Du hast den ewigen Juden getötet. Berlin, Wien hast du vernichtet. Doch das Lächerliche, deine Panoramascheiben am Obersalzberg, hat meinen Triumphzug angetreten durch die Ferienhäuser Österreichs und Deutschlands. Und die anderen lernen von uns, lernen immer. Häuser hast du zu verantworten, Häuser ohne Seele, mit ausgebrannten Augen, ohne Tränen, Städte, die nicht weinen können, Autolandschaften ohne Stille und Auszittern. Du hast uns die Sonnenuntergänge genommen, Sonnenuntergänge von Caspar David Friedrich. Du bist schuld, dass wir kein Kornfeld mehr sehen können, ohne an dich zu denken. Du hast das alte Deutschland verkitscht durch deine vereinfachenden Arbeiten und Bauernbilder. Und du bist schuld, dass wir den Stolz der Gasthäuser verloren haben. Pflegeleichte Schnellküchen vertrieben aus Angst der Leute. Sie könnten ihren Beruf noch lieben und etwas anderes als Geld, das unverfänglich Verfängliche, das Einzige, das du ihnen gelassen hast, weil du ja sonst alles okkupiert und durch deinen Zugriff vergiftet hast. Alles. So alles, die Ehre, die Treue, das Landleben, den Arbeitseifer, den Film, die Würde, Vaterland, Vaterland, Stolz, Glauben. Du bist der Exekutor des Abendlandes, demokratisch, selbst gewählt, freiwillig mit dem Siege des Geldes, des Materialismus über uns, die Pest unseres Jahrhunderts, der erbärmliche Künstler als Henker zum Politiker heruntergekommen, freiwillig umjubelt wie nie ein Mensch zuvor. Wie soll ich das dir klar machen und mir? Und mir? Und mir? Und all den Kindern und Enkeln, die das alles nicht gekannt, dieses Leben zuvor, das sie heute schon alle vergessen haben, vergiftet vom neuen Erbe deiner Zeit. Der neue, alte Spießbürger. Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige. Der Wallenstein, das ganz Gemeine ist das ewig Gestrige, das immer war und immer wiederkehrt und morgen gilt, weil es heute hat gegolten. Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht und die Gewohnheit nennt er seine Amme. Das ist alles, alles unmöglich gemacht. Das Wort Magie und Mythos und Dienen und Herrschen, Führer, Autorität, ist kaputt, ist weg, verbannt auf ewige Zeit. Und wir sind ausgelöscht. Da wächst nichts mehr nach. Ein ganzes Volk hat aufgehört zu existieren, in der Diaspora des Geistes und der Elite. Die Neuen wurden entworfen, entwickelt. Der neue Mensch ist da. Die Pest des Materialismus hat gesiegt in Ost und West. Ich gratuliere. Nach der Reise um diese Welt, wer ist Gott näher als der Schuldige? Was habe in einer Zeit ohne Gott, da wir selber ihn abgesetzt haben? So sprach der Teufel.
am Ende zynisch und moralisch oder eher etwas menschlich in einer seiner Rollen, einer Götterdämmerung ohne Götter, den Weltuntergang des Fortschritts. Endzeit durch Umwelttod der Gattung Mensch im niederen Gewürm der Insekten oder Seelensterben einer Eiszeitgesellschaft. Weltengericht ohne Juristen und daher endlich gerecht. Unendlich fürchterlich. Platzschaffend für das nächste Geschlecht auf einem anderen Stern, nachdem dieser endgültig selbst vernichtet wurde durch die Gattung Mensch. Nun wird man sagen, wir sind verrückt. Und die, die uns ausgedacht und gemacht haben. Dabei kommen wir gar nicht nach, diese Welt zu beschreiben im Lob. Oder haben wir geschimpft? Jemand beleidigt? Doch nur gelobt. So wie im Leben. Und was soll man denn bei diesem Thema schon anderes sagen? Und es ist diese schwarze Mutter unserer Fantasie, der letzten Sternengeschichten des Zelluloids, die Black Mary, wie Edison sie nannte, der in ihr seine ersten Filme aufnahm, der heilige Apparat, wie Mary Pickford sagte, zur Kamera, der Kamera Obscura, dem schwarzen Zimmer, das uns alte Geschichten neu erzählt. Geschichten, Projektionen aus dem Inneren wie es war einmal. Oder im Anfang war Geschichten von Heimweh und Sehnsucht und Wahnsinn in unserem Inneren, nach dem nach außen langsam alles verbaut ist. Erinnern wir uns an die Schule, schwarzer Stein, Lapis Lapidi, Stein des Lichtes, Lux ex Coelis, aus der Krone Luzifers gefallen. Der Gral, die Kaaba, das goldene Vlies aus dem Baume des Lebens, aus den Sternen gefallen. Sternenaufgang und Ende, Teil des Schatzes aus Delphi, aus dem Erbe Apolls, des Sonnengottes, in die Gärten der Hesperiden gebracht und ewiges Leben gewährend den Göttern und die sein wollen, wie die Menschen im Lande der Hyperborea im Montségur. Erinnern Sie sich, heilige Schale des Grals, in der das Blut geflossen, in jener Nacht das wahre, reine Orient Mahomet, Mittelalter und Christentum zusammen, Artushof und Richard Wagner. Noch einmal, Richard Wagner.
Ein schwarzer Stein, aus dem Himmel gefallen auf die Erde, mit ewiger Sehnsucht zurück nach dem Himmel, nach dem verlorenen Paradies der Engel, das die Schuld trägt an der Sünde der Welt, als Eva und Adam schuldig wurden. Schwarze Sonne des Lichts, am Anfang und vom Ende aller Enden. Das schwarze Loch, apfelgroß, die Wirbel des dunklen Nichts, alles enthaltend. Unsere Erde, die Sonne, das Planetensystem, die Milchstraße, eine unter 50 Millionen Milliarden, zusammengefallen in das kleine schwarze Loch der Zukunft. Das sind wir. Und alle unsere Projektionen, Erinnerungen, Träume aus dem Zeitalter des Lichtes.